Hallo, guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Noch ein paar Nachworte zu dem Thema 70 Jahrwochen und Daniel 9, Vers 25, weil die Frage ist ja jetzt auch die, was macht man jetzt damit? Ja, das ist natürlich eine Textstudie und eine Untersuchung des Wortes Gottes, die sehr, sehr tief in den Text einsteigt, aber eigentlich so eine Art, mehr so eine Art Grundlagenforschung ist, ja. Das ist ja eigentlich nichts für einen Sonntagmorgensgottesdienst in einer großen Gemeinde. Aber für die, die sich mit der Bibel vertieft auseinandersetzen und sich interessieren dafür, was der Text wirklich sagt und die sich auch für Prophetie interessieren, für die ist sowas natürlich hochspannend. Weil man plötzlich sieht, dass so eine Auslegung, die ja über viele Jahrzehnte zumindest üblich ist und sich so etabliert hat in den evangelikalen Kreisen, dass man plötzlich sieht, diese Art der Auslegung hat im Text eigentlich gar keinen Widerhall. Der Text, der sagt was ganz anderes. Es fängt schon an mit so erstaunlichen Umrechnungen, ja, über die 173.880 Tage, also von Sonnenjahre, von Sonnenjahren in Mondjahre umzurechnen, um die Fristen dann, die Jahrwochenfristen zu verkürzen. Und dabei vergisst man eigentlich, dass man dann gar keine 69 Jahrwochen mehr hat, sondern nur noch 68,14. Und das sind so Verrenkungen, von denen ich glaube, dass der Engel das überhaupt nicht gemeint hat. Und da kommen so sehr viele Sachen zusammen, die, wenn man sich diese Art der Übersetzung anschaut, und der Deutung anschaut, ja, dass es nicht um einen Gesalbten, einen Fürsten geht, sondern dass es um einen gesalbten Fürsten geht, weil gesalbt dort Adjektiv ist. Und ich habe das ja auch in ganz, ganz vielen Videos auch schon gezeigt und bin da auch wirklich sehr, sehr nah rangegangen und sehr tief an den Text gegangen. Die Frage ist, wie geht man jetzt damit um und was hat das eigentlich für Auswirkungen auf unser Endzeitverständnis? Also erst wird schon mal klar, dass in den 70-Jahr-Wochenordnungen die Zerstörung des Tempels in Jerusalem im Jahr 70 nach Christus nicht gemeint sein kann. Das ist eine sehr heftige Aussage. Ja? Das heißt, der Engel kommt ja zu Daniel und sagt, 70 Jahre sind bestimmt über dein Volk und über deine heilige Stadt. Und wenn man die 70-Jahr-Wochen rechnet, und zwar ganz egal, wie man die rechnet, liegt diese Zerstörung des Tempels im Jahr 70 nach Christus außerhalb der Jahrwochenordnungen. Denn in meiner Berechnung enden die ersten Jahrwochen im Jahr 171 vor Christus. Das sind also über 240 Jahre bis zur Zerstörung des Tempels. Dann liegt also die Zerstörung des Tempels außerhalb der 70 Jahrwochen. Wenn man so rechnet wie in der gängigen evangelikalen, dispensationalistischen Auslegung, dann kommt man halt ins Jahr nach 32 nach Christus mit viel Mühe und viel Umrechnung. Und dann gibt es ja manche Geschwister, die sagen, die 70. Jahrwoche ist auch schon gewesen. Wenn man die jetzt noch da dran hängt, dann kommt man ins Jahr 39 nach Christus. Und von da aus sind es immer noch also über 30 Jahre bis zur Zerstörung 70 nach Christus. Das klingt natürlich, das Tempel 70 nach Christus. Also es klingt natürlich unglaublich, dass das wahr sein soll, aber man kann das ja nachrechnen. Ja, das würde jetzt also bedeuten, dass die Zerstörung des Tempels, die in Matthäus 24 ja von Jesus angesprochen wird und in den klassischen Kapiteln, auch Lukas 21, Markus 13, dass Jesus die vielleicht nicht gemeint haben könnte. Vielleicht hat Jesus, oder ich würde einfach mal sagen wollen, bestimmt hat Jesus den Jüngern den Blick sehr viel weiter geöffnet, als man das beim ersten Lesen vermuten sollte. Beim ersten Lesen denkt man ja, gut, das hat sicher mit der Zerstörung des Tempels da im Jahr 70 nach Christus zu tun, was Jesus sagt. Wenn er sagt, hier bleibt kein Stein auf dem anderen. Aber er meint eigentlich die Zerstörung in der letzten 70. Jahrwoche. Wenn Jesus das meinte, dann müssen wir sagen, ja, die Zerstörung Jerusalems in der Endzeit, in der letzten 70. Jahrwoche, die liegt natürlich innerhalb der 70-Jahr-Wochenordnungen. Ja? Das wäre eine Zerstörung, die Daniel dann auch gemeint haben könnte. Und damit sind wir dann natürlich irgendwo auch wieder bei Daniel 9, 25, ja? Dass nämlich diese ganzen
Wochenordnungen eine ganz bestimmte Frist zeigen, die man einhalten muss, um so eine Endzeitrede Jesu zu verstehen. Und dann kommen wir mit der Grundlagenforschung, die wir so gemacht haben in Daniel 9, 25, und da kommt auch noch Vers 26 und 27, wenn es irgendwo möglich ist, kommt man dann zu einem anderen Blick und einer anderen Einschätzung. Ja, das ist ja dieses alte Thema, dass diese Romlinie eigentlich komplett ausgeblendet werden kann. Daniel zeigt uns eine Linie, die von Babylon bis zu Alexander dem Großen und über Alexander den Großen und seine vier Nachfolgekönige bis zu diesem letzten großen Seleukidenkönig, den Antiochos Epiphanes führt, der ein Gräuel der Verwüstung aufgerichtet hat. Und zwar der Antike. Ja? Und auf den antiken Antiochos Epiphanes, darauf bezieht sich ja Jesus wieder in Matthäus 24, ja, und sagt, wer das liest, ja, von diesem Gräuel der Verwüstung, der, von dem Daniel geschrieben hat, wer das liest, der achte darauf. Warum soll man denn darauf achten? Weil der wiederkommt. Viele haben jetzt natürlich das alles auf Rom gedeutet und immer auch auf Rom gesehen. Woran liegt das denn? Weil man mehr auf das achtet, was vor Augen ist, als auf das göttliche Wort. Ja? Wenn man mal die ganze Weltgeschichte ausblendet und sich rein in den 70-Jahr-Wochenordnungen bewegt, dann kommt man zu einem ganz anderen Ergebnis, als wenn man immer in der Geschichte, in der Historie sich da umschaut. Ja? Und das ist fast so wie bei der Eva. Ja? Die Eva hat sich auf das verlassen, was vor Augen war. Die sah den Baum, die hat gesagt, der Baum ist gut anzuschauen, der macht klug. Ja? Und dann hat sie davon genommen und hat gegessen. Ja? Und manchmal habe ich den Eindruck, dass es bei der Prophetie auch geschieht, weil die Pastoren immer auf das schauen, was gerade aktuell ist. Und die Gläubigen zum Beispiel auch. Ja? Und wenn man viele Aufrufe haben will im Internet oder viele Bücher verkaufen möchte, dann muss man immer über Harry Potter schreiben oder über Michail Gorbatschow, der dieses Mal an der Stirn hatte. Oder jetzt über irgendwelche Themen da in Israel oder Themen über Putin oder über Trump, ja, der den Tempel baut und der moderne Kyros ist. Das wollen die Leute hören. Und dann klicken die auch und dann kaufen die auch. Ja. Aber das ist nicht mein Fokus. Und das ist auch nicht das, was Gottes Wort von uns möchte, sondern die Bibel möchte uns gerne dazu aufrufen, Gottes Wort zu studieren und zu lesen und uns daran auch zu halten. Das, was ich hier mache, würde ich, wenn ich Verantwortung für eine Gemeinde hätte, nicht jeden Sonntag predigen. Ja. Ich würde das dann und wann mal erwähnen, damit die Gemeinde auch ein Stück weit dafür sensibel ist. Aber für einen normalen Gemeindedienst gibt es andere Themen, die wichtig sind, auch zu wissen über Rechtfertigung, über Gnade, über die Auferstehung, über den Glauben, über die Vergebung der Schuld, über das neue Leben, was wir haben in Christus, ja, wie wir wandeln sollen, wie unsere Stellung ist. Das sind so Themen, die wichtig sind für die Gemeinde und die ich auch sehr schätze und sehr, sehr auch präferiere. Ja. Aber bei den prophetischen Themen, da geht es mir schon darum, dass man da wirklich exakt ist. Ja? Und man sieht, dass die Auslegung der 70-Jahr-Wochen bis auf Jesus nicht funktioniert. Das funktioniert nur mit allen möglichen Klimmzügen, die man da anstellt und Umrechnungen. Dann hat man den falschen Anfangszeitpunkt, weil man einen heidnischen König Artaxerxes das machen lässt, ja. Ohne dass man einen Grund dafür hätte. Ja. Eigentlich müsste man ja zumindest mal den Kyros nehmen. Der hat ja den ersten Erlass da gegeben zur Rückkehr Israels. Aber man nimmt den Artaxerxes, weil es nur von da aus klappt, ja, diese Berechnung, weil man von 445 bis Christus rechnet. Und dann hat man als Argument und als Erklärung dafür, das ist wie so ein Feigenblatt, ja, sagt man dann, dass ja, 7 Jahrwochen nach dem Erlass vom Artaxerxes Jerusalem wieder gebaut worden wäre. Aber das ist auch, es ist einfach falsch. Ja? Das, also der Erlass von Artaxerxes war 445. Das Ende der babylonischen Gefangenschaft war 535. Also sie sind über 140 Jahre vorher. 535 hat Kyros den Erlass gegeben, dass Jerusalem wieder, dass Israel wieder zurückkehren darf. Ja. 20 Jahre später, im Jahr 515, tadelt der Prophet die Israeliten, weil die schon wieder in getäfelten Häusern wohnen und das Haus Gottes brach liegt. Ja, oder 517 in der Gegend. Ja, 515 wurde dann der Tempel fertiggestellt. Aber von 515 bis 395 sind immer noch 120 Jahre.
Das heißt also, das Argument, dass im Jahr 395, 396 vor Christus, also 7 Jahrwochen nach dem Erlass von Artaxerxes, Jerusalem wieder fertig gebaut wäre, das ist vollkommen hanebüchen. Eine Stadt, die 120 Jahre existiert, wie Jerusalem damals, und wo die Leute schon seit 140 Jahren wieder zurückgekehrt sind hin und die schon seit über 100 Jahren wieder in luxuriösen Häusern gewohnt haben, davon zu behaupten, dass die 120 Jahre später wieder fertiggestellt wird, also merkt ihr, das ist ja gar kein Argument. Ja, das ist aber der einzige Grund, den man hat, um Artaxerxes irgendwie zu begründen, den Startpunkt davon. Also damit fällt ja auch die ganze Rechnung dann schon wieder in sich zusammen. Viele sagen jetzt natürlich, ja gut, also da ist ja erst die Stadtmauer ist ja da erst gebaut worden unter dem Nehemia. Aber das ist ja auch Jahre vorher schon gewesen und der Engel fordert überhaupt keinen Bau einer Mauer. Ja, der Engel sagt, Straßen und Plätze werden wiederhergestellt werden, wiewohl in kummervoller Zeit. Er sagt nicht, Straßen und Stadtmauer wird wiederhergestellt werden. Der Engel fordert nicht den Bau einer Stadtmauer, sondern der Engel sagt, dass die Straßen und Plätze oder die Plätze und Gräben wiederhergestellt sein werden. Nicht eine Mauer. Ich habe das im Buch auch geschrieben, ja, also Plätze und Gräben, das ist Tiefbau. Und eine Mauer zu bauen ist Hochbau. Und der Engel fordert lediglich den Tiefbau. Das ist das, was er beschreibt. Also zu begründen, diesen Zeitpunkt von Artaxerxes damit, dass man sagt, ja, aber die Mauer war da erst fertig gebaut. Ja, da war Jerusalem erst fertig gebaut. Ja, das kann man tun, aber der Engel fordert das nicht. Und das ist das, wo ich sage, da müssen wir den Text mal genau lesen, immer wieder neu auch den Text uns vornehmen und überprüfen. Dann sieht man, dass das einfach nicht haltbar ist, was da ausgelegt wird zu den 70 Jahrwochen. So erschreckend, wie das auch ist, ja. Und die Berechnung ist ja auch schön, ja, und auch, es klingt auch toll, ja, dass man das so umrechnen kann und dann Schaltjahre, und dann kommt man genau ins Frühjahr 32 nach Christus, in ein Jahr, wo wir überhaupt nicht wissen, ob Jesus da gekreuzigt wurde oder nicht. Das ist halt einfach nicht bekannt, wann Jesus nach Jerusalem eingezogen ist oder wann Jesus gekreuzigt wurde. Dieses Jahr kennt man nicht. Man kennt weder das Geburtsjahr Jesu noch das Todesjahr Jesu. Das heißt also, man behauptet, man hätte exakt ein Jahr getroffen, was man überhaupt nicht kennt. Und das finde ich schon, also in der Architektur, wenn man das in der Architektur macht, dann kriegt man kein Haus fertig. Ja? Und wenn es fertig wird, dann bricht es ein, sobald die Leute drin sind. Ja? Oder die Wasserleitungen platzen oder das Dach fällt irgendwie runter oder es hat überhaupt keine Fundamente, so ein Haus. Ja? Das versinkt irgendwann. Und so ist auch mit der 70-Jahr-Wochen-Theorie. Ja? Die versinkt auch zusehends vor unseren Augen, zumindest so, wie sie uns erklärt wird. Das ändert ja nichts daran, dass der Text hochexakt ist. Ja? Und wenn man mal sieht, dieses Tashub, dieses du wirst zurückkehren, du wirst umkehren, ja? Dass das vollkommen an der falschen Stelle steht, dann bekommt natürlich dieser Vers 25 einen ganz neuen, eine neue Bedeutung. Und dann können wir mit der Kenntnis auch in die Endzeitreden Jesu gehen und verstehen plötzlich, warum Jesus sagt, wenn ihr von dem Gräuel der Verwüstung in Daniel lest, dann achtet darauf, denkt darüber nach. Und der Engel sagt ja auch, Daniel, hab Acht, sei aufmerksam, verstehe, was ich dir jetzt sage. Es ist schwer zu verstehen, was ich dir jetzt sage. Das heißt also, Jesus meinte Antiochus und nicht Titus. Und diese Behauptung, die ich ja in anderen Videos auch schon aufgestellt habe und wo ja auch viele diese Videos auch kritisiert haben, die Aussagen kritisiert haben, die sagen, wie kannst du hergehen und sagen, da wäre nicht Jerusalem gemeint zur damaligen Zeit, die sitzen doch auf dem Ölberg, die Jünger zeigen Jesus die Gebäude, er hat die Gebäude doch vor Augen und er sagt, seht ihr nicht das alles, ja, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, da meint er doch ganz klar die Römer mit, 70 nach Christus. Ja, das ist so, wie man es halt auslegt, wenn man achtet auf das, was vor Augen ist. Ja. Ich will das auch jetzt nicht 100% leugnen, dass das unter Umständen mit gemeint gewesen sein sollte. Also, obwohl ich da auch Schwierigkeiten habe, aber ich will das jetzt nicht ganz beiseite wischen. Was ich aber sage, ist, dass die Hauptbedeutung, der Hauptfokus Jesu auf der Mitte der noch kommenden 70. Jahrwoche liegt. Die kommt erst noch, die beginnt mit dem Tag der Wiedergeburt Jerusalems und Jerusalem ist noch nicht wiedergeboren. Ja? Die Stadt Jerusalem glaubt noch nicht an Jesus.
Ist aber nochmal ein anderes Thema. Ich will damit ein bisschen verteidigen, dass ich, will jetzt nicht sagen, so langweilige Bibelstellen, das ist ja eigentlich was für, das ist ja ein Bibelschulniveau, was wir hier behandeln. Ja? Das ist ja eigentlich nichts für jemanden, für einen Normalchristen, der sein Leben mit Jesus lebt und vielleicht auch mehr evangelistisch irgendwie orientiert ist. Das ist ja auch okay, ja? Oder seelsorgerlich oder in der Musik oder hat alles seine Berechtigung, alles gut. Meine ist das nicht. Ja? Ich mache was anderes. Ich kümmere mich um diese alten Hebräismen und es tut mir von Herzen leid, dass ich nicht besser Hebräisch kann. Ja? Aber um das Problem einzugrenzen und soweit mal zu erfassen, wie wir das hier gemacht haben, genügt das mit der Software. Ja? Die ist in vielem noch genauer als ein Hebräisch. Hebräisch-Kenntnisse, die man sich aneignet, wo man vielleicht einen Wortschatz von 500 oder 800 oder 1000 Wörter hat. Man muss dann doch auch immer wieder zu den Texten zurück und die grammatischen Formen sich anschauen. Und das kann man auch, also Hebräisch ist auch keine Raketentechnik. Das ist halt mühsam, das zu lernen, wie jede Sprache mühsam ist. Ja? Aber es ist jetzt nichts Unmögliches, ja, und auch nicht so sehr kompliziert. Und was die Software uns heute so an die Hand gibt, das ist also weit, weit besser als das, was man hätte, wenn man auswendig an die Texte irgendwo rangehen würde. Aber das nur so nebenbei. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn Sprachwissenschaftler sich damit auseinandersetzen. Ja? Und ich habe ja auch schon einige Theologen angeschrieben, manche ducken sich da komplett weg. Die sagen, sie sind da gar nicht zuständig für solche Feinheiten. Aber andere sagen, das ist hochspannend und das schaue ich mir an. Da gehört aber Mut zu. Und da muss man vielleicht auch ein bisschen Verständnis haben für die Theologen und die da hauptamtlich mit beschäftigt sind. Man merkt ja schon, wie vorsichtig die Übersetzer sind, um die gängige Auslegungstradition jetzt nicht zu torpedieren mit ihrer Übersetzung. Und man sieht ja auch, dass die Elberfelder Bibel jetzt sogar schon in zwei Ausführungen kommt, nämlich in der Version Hückeswagen, in der sanften Revision, wie ein Schweizer Prediger sagt. Ja. Und wir haben dann halt diese Brockhaus-Variante und die sind nebeneinander. Und der Grund dafür ist, dass halt die Gemeindegläubigen, die Gläubigen vor Ort vollkommen verunsichert sind, weil ihre Bibel jetzt irgendwie anders übersetzt ist, die neue Ausgabe anders übersetzt ist als die sie in Händen halten. Und dann glauben die, dass da Bibelkritik dran wäre und dass die Übersetzer da mauscheln würden oder irgendwelche Abänderungen in der Bibel vornehmen würden, was aber eigentlich so nicht der Fall ist. Ja? Aber der Widerstand ist so groß und ich sehe das ja auch in meinen Videos. Ich habe die Kommentare jetzt rausgeschaltet, ja, weil ich mache das jetzt seit 6 Jahren. Ich habe auch keine Lust mehr darauf, mich da immer wieder so beschimpfen zu lassen. Ja? Ich habe auch manche einfach gesperrt, aber ich lösche die Kommentare jetzt auch. Freue mich über jeden, der sich das ansieht. Aber ich habe jetzt 6 Jahre lang da alles kommentiert. Zehntausende von Kommentaren. Und jetzt mag ich nicht mehr. Aber es ist so, dass man natürlich Verständnis haben muss für die Theologen, wenn die jetzt so eine Übersetzung machen würden und würden plötzlich nicht übersetzen bis zu dem Messias, dem Fürsten, sondern würden übersetzen bis zu einem gesalbten Fürsten sind es, dann wird ein Sturm der Entrüstung da losbrechen. Ja. Ich kann das ab, ja, weil ich bin jetzt nicht davon finanziell abhängig. Ich bin auch habe auch keine Gemeinde da im Hintergrund, wo ich irgendwie Stress haben würde jeden Tag. Ja. Deswegen erlaube ich mir das auch ganz kess und freue mich auch über jeden, der da zuschaut. Aber wie gesagt, man muss da einfach ein bisschen Verständnis haben für die Pastoren und für die Prediger. Ich werbe da auch wirklich für. Ja. Es geht jetzt ja nicht darum, die abzuqualifizieren. Wir können ja dankbar sein, dass wir die Leute haben. Ja, gar keine Frage. Und es ist wichtig, Griechisch zu können und wichtig, Hebräisch zu können und wichtig, die Texte studiert zu haben. Ja. Es ist ja genügend wirres Zeug im Internet unterwegs. Und deswegen sage ich auch, ich kritisiere natürlich da und dort immer wieder auch mal die Auslegungen von Ihnen, ja, aber ich will ja nicht persönlich abqualifizieren. Das nur noch mal so zur Ergänzung. Aber man kann sich natürlich vorstellen, wie stark der Widerstand werden würde. Und man kann die Leute auch nicht überzeugen, ja, weil ich habe das im Internet auch gesehen, also man kann da mit ganz vielen Fakten auch kommen. Da wird man beschimpft ohne Beißhemmung, ja. Das geht also als Antichrist und was weiß ich nicht noch, hat mich da jemand letztens da tituliert, ja. Und der Paulus hätte mich oft aus seiner Gemeinde rausgeworfen, das ist so Zeugs, ja. Wo ich manchmal denke, also, dann glaubt doch, was ihr wollt, ja. Deswegen ist für mich YouTube einfach auch so ein ideales Medium, weil man nicht jeden persönlich treffen muss. Bei anderen tut mir das leid, ja. Es gibt ja auch viele Leute, die sich freuen darüber und das mit durchdenken und unterstützen,
Da ist das natürlich schade, dass man sich nicht so jeden Tag da oder täglich oder wöchentlich treffen kann da in den Sachen. Aber ich will, wie gesagt, nur ein bisschen werben dafür, dass die natürlich hoch vorsichtig sind bei ihren Übersetzungen, weil die einen Druck kriegen ohne Ende. Und das ist auch der Grund, warum es jetzt schon 2 Elberfelder Bibelübersetzungen gibt. Vielleicht gibt es da bald noch 3 Elberfelder Bibelübersetzungen oder 4. Muss man da mal gucken. Oder 15 Lutherbibeln, ja. Muss man da mal sehen. Das ist schon traurig, dass die Streiterei da so heftig ist. Ja, das wäre normalerweise nicht nötig, wenn man ergebnisoffen mit dem Wort Gottes da irgendwie auch umgehen würde. Und nicht so viel Stolz und Arroganz dann auch da mit im Spiel wäre. Andererseits denke ich, also wenn dann schon übersetzt wird in den Bibelübersetzungen, Straße und Mauer wird gebaut werden, wie wohl in kümmerlicher Zeit, dann denke ich, also da wird was übersetzt, um die Mitgeschwister irgendwie zufriedenzustellen und keinen Ärger zu haben. Die sagen, das ist ja Daniel 9, das ist tief im Alten Testament, das ist so weit weg vom Epheserbrief. Warum sollen wir uns da Ärger einhandeln wegen so einer Stelle in Daniel 9, wo irgendwelche Buchhalterchristen da den Daniel jetzt irgendwann ausgeforstet haben und haben da gesehen, da haben die jetzt irgendwie falsch übersetzt. Ja. Dann übersetzt doch so, wie sie wollen, dann ist auch gut. Kann ich verstehen. Ja. Ist nicht in Ordnung, ist nicht richtig, ja, sollte auch nicht sein. Verstehen kann ich das, ich würde es trotzdem nicht tun. Ich würde es nicht tun. Ja. Gut, aber wir sind jetzt da wirklich tief eingestiegen und man merkt natürlich schon, dass die Endzeitreden Jesu dadurch wirklich in einem anderen und in einem besseren Licht erscheinen. Man versteht auch, warum Jesus auf Antiochus Epiphanes verweist. Man versteht, dass Jesus in die letzte 70. Jahrwoche verweist, und zwar in die Mitte der letzten 70. Jahrwoche. Man versteht, dass dann nochmal eine Zerstörung des Tempels kommen wird, und zwar, dass das die ganze Stadt Jerusalem betreffen wird, weil die dann Tempel ist. Und dann taucht natürlich in der Bibel tauchen Dinge auf, die sind also fast, ich finde die wunderschön, ja, ich freue mich da immer drüber, aber die sind unglaublich. Da entsteht eine komplett neue Perspektive. Für mich war die Perspektive so, dass der Blickwinkel von Europa, von Rom komplett weggelenkt worden ist, komplett in den Nahen Osten. Der Antichrist, der ist ein regionaler Fürst. Natürlich geht sein Reich irgendwie von Euphrat und Tigris bis nach Libyen. Die Länder, die der Antichrist beherrscht, die sind ja in Daniel aufgezählt. Natürlich steht da immer, dass er über alle Länder und Völker und Sprachen herrschen wird. Aber man muss das auch im Zusammenhang dessen sehen, wie die biblische Welt sich versteht. Ja? Daniel sagt zu Nebukadnezar, du bist ein König über alle Länder und über jedes Land, wo Menschen wohnen und Tiere wohnen. Du bist der König über alles, du bist das goldene Haupt. Aber zur Zeit von Nebukadnezar, da gab es halt große Weltreiche, zum Beispiel in China. Also scheinbar war Nebukadnezar auch nicht König über Südamerika. Ja? Und trotzdem tituliert Daniel ihn so. Also aus dem Verständnis heraus muss man das mal nachdenken und überlegen. Aber da werden jetzt auch schon wieder manche wieder anfangen, rumzukritteln. Ja? Aber es ist halt so. Trotzdem steht aber in der Offenbarung auch, dass die Könige der Erde Geschenke senden werden, weil die froh sind, wenn die beiden Zeugen endlich tot sind. Ja? Weil die sind nämlich durch die Hurerei der Hure Babylon sind die reich geworden. Und die finden das toll, was da in Israel passiert. Die finden toll, dass der Antichrist den wiedergeborenen Überrest in Jerusalem getötet hat, weil die mögen die Christen nicht. Da sind die froh, dass die da in Jerusalem getötet sind. Und es kann auch sein, dass die das in ihren eigenen Ländern, in Europa oder Asien oder Südamerika, ganz genauso tun, ja? Weil die an der Hure Babylon hängen. Das ist dann die Nettobotschaft für uns Christen bezüglich Endzeit. Ja? Und damit herrscht der Antichrist zwar nicht über die ganze Welt, aber sein Einfluss und sein Geist, der wird wohl weltweit sein. Ja? Das denke ich schon. Ist aber nochmal ein anderes Thema, müsste man nochmal in Ruhe auch, vielleicht wenn Zeit ist dafür, beschäftigen wir uns nochmal damit. Wir kommen also dann über die Endzeitreden Jesu bis in die letzte 70. Jahrwoche und bewegen uns dann natürlich schon wieder innerhalb der Daniel-Prophetie. Und dafür ist es einfach wichtig zu sehen, ob der Daniel durchgängig sauber ausgelegt wird. Ja? Und vielleicht noch ein letztes auch dazu.
durch diese Deutung von Daniel 9 auf den Antichristen, ja, und auf den Antiochus Epiphanes, auf den, zunächst mal auf den antiken Antiochus Epiphanes, ja, bekommt Daniel 9 so eine Harmonie. Ja, das passt dann irgendwie zusammen, weil Daniel 7 schreibt von einem kleinen Horn. Ja, da ist ja diese Sache mit dem kleinen Horn, was zwischen den 10 Hörnern hervorkommt. Daniel 8 schreibt von einem kleinen Horn. Da ist ja der Ziegenbock mit den 4 Hörnern und aus einem der 4 Hörner kommt ein kleines Horn. Wieder der Antichrist. Dann kommt Daniel 9 mit dem Antiochus Epiphanes und dann kommt Daniel 11 auch mit Antiochus Epiphanes und der macht sogar den Sprung bis in die letzte 70. Jahrwoche und spricht dann dort von dem Antichristen, ja, von dem endzeitlichen Antiochus Epiphanes. Das heißt, Kapitel 7, Kapitel 8, Kapitel 9, Kapitel 10, 11, 12 sprechen alle von Antiochus. Und in dieser Reihenfolge, die immer genauer auch erklärt, wer diese Endzeitfigur ist, dass die schon mal ein antikes Pendant hatte, was dem Endzeitlichen aufs Haar gleicht, ja, das ist das, was Jesus meint, wenn er sagt, achtet auf das, was der Daniel sagt. Wer das liest, der achte darauf, sagt er ja. Das heißt, Kapitel 7, Kapitel 8, Kapitel 9 und 10, 11, 12 sprechen alle von dem kleinen Horn, beziehungsweise von Antiochus, beziehungsweise vom Antichristen. Damit gibt das einen kompletten Bogen. Wenn da aber mittendrin jetzt ein Kapitel rausgenommen wird und es wird dann plötzlich auf Jesus gedeutet, dann wird das unterbrochen, diese Reihenfolge, diese Struktur, die da vorgegeben wird. Ja? Die führt ja gerade zu so einem Höhepunkt hin, nämlich zu diesem Antiochus Epiphanes. Und die wird dann unterbrochen durch Kapitel 9, wo dann plötzlich von Jesus die Rede ist. Ja, werden viele sagen, ja, aber das ist doch das Hoffnungskapitel in diesen trübseligen Kapiteln, die da so aufgelistet werden in Daniel. Nein, das ist nicht so. Das passt nicht. Von der Rechnung passt das nicht. Von der kontextuellen Situation passt das nicht. Vom prophetischen Zusammenhang passt das nicht, von der Grammatik passt das nicht, wie ich hier gezeigt habe und so weiter und so fort. Das passt halt nicht, ja. Sondern da geht es konsequent bis in die Endzeit, bis in die letzte 70. Jahre. Es geht immer um diesen Antichristen. Und, das ist spannend, das hat sogar Auswirkungen bis auf Daniel 2, bis zum Standbild. Weil das Standbild zeigt ja, dass auf Alexander den Großen 4 Schenkel kommen, ja, Alexander der Große, der bronzene Bauch mit den Seiten und dann dann die Schenkel aus Eisen, ja. Das heißt, man hätte da 4 Schenkel, um es grob zu formulieren. Im Buch habe ich es etwas ausführlicher formuliert, weil die Schenkel muss man sich dann eigentlich nochmal genauer angucken, aber es ist hinreichend genau für das, was wir jetzt behandeln. Das heißt also, das Standbild zeigt auch, dass auf Alexander den Großen nicht das Römische Reich folgt, sondern die 4 Diadochen. Und einer der Diadochenkönige war halt Antiochus Epiphanes. Und damit sind wir wieder bei dem gesalbten Fürsten, der nach 62 Wochen kommen soll. Nämlich im Jahr 171 vor Christus. Ja, das heißt also, plötzlich sehen wir, dass dieses Standbild schon einen groben Bogen zeigt, ja, mit den Diadochenkönigen. Und eine griechische Linie zeigt, eine griechisch-diadochisch-seleukidisch-antichristliche Linie. Und dass diese Linie sich durchsetzt über Kapitel 7 und 8 bis auch in Kapitel 9 und dann bis 10, 11, 12. Das heißt, die Harmonisierung von Daniel bezieht sich nicht nur auf die Kapitel 7 bis 12, sondern geht sogar bis ganz nach vorne, bis zu der ersten Vision, die Daniel hat, den Traum, den er dort gezeigt bekommt mit dem Standbild. Das finde ich was Großartiges, ja. Da, glaube ich, kann man irgendwann dann auch nicht mehr gegen an argumentieren. Oder man hat ein anderes Motiv, ja, dass man sagt, ich will das einfach nicht, ich will nicht, dass das so ist und dann leugne ich das halt. Kann man natürlich auch machen, ja. Aber wenn man faktenbasiert und ergebnisoffen sich die Daniel-Prophetie anschaut, dann muss man sagen, dass die ganze Sache rund ist. Und ich mache das sehr gerne, wieder zurückzugehen an den Anfang, weil mir sehr daran gelegen ist, dass das alles zusammenpassen muss. Das muss alles ineinander passen. Das darf nicht isoliert rausgenommen werden. Das ist ein Zyklus, der gezeigt wird. Ja? Und die Punkte müssen alle untereinander verbunden werden. Und das muss überall Sinn geben. Und deswegen mag ich das sehr gerne. Nachdem wir jetzt so sehr tief in Daniel 9 eingestiegen sind, bis in einzelne Worte.
Nachdem wir jetzt so sehr tief in Daniel eingestiegen sind, bis in einzelne Worte und deren grammatikalische Form, mag ich das sehr, dass man wieder ganz an den Anfang zurückgeht. Ich mag, nachdem wir diesen Daniel, diesen 9 Vers 25 so genau angeschaut haben, mag ich, dass man sich mal zurücklehnt, dass man sich nochmal zurücklehnt und sagt, was haben wir denn jetzt hier überhaupt, dass man nochmal den Überblick hat und mal dieses Kapitel einordnet in seine umliegenden Kapitel, in die benachbarten Kapitel. Ich mag das gerne, dass man sich nicht verliert in irgendwelchem Number Crunching, haben wir früher immer gesagt, ja. Also so Zahlenspielerei, würde man vielleicht im Deutschen sagen, ja. Dann verliert man sich da rein und irgendwann sagt man, ich habe ein Ergebnis gefunden, das ist vollkommen falsch. Und ich mag gerne, wenn man ein Ergebnis hat, dass man sich zurücklehnt und sagt, wie passt das denn in den Zusammenhang rein? Und da muss ich sagen, das passt in die benachbarten Kapitel. Und dann mag ich sehr gerne an den Anfang zurückzugehen von Videos, die ich vor 5, 6 Jahren gemacht habe und sagen, was haben wir denn damals rausgefunden? Und hält das heute noch aus? Und das hält das nicht nur aus, sondern das bestätigt das sogar. Das finde ich schön. Ja? Deswegen erwähne ich das auch hier. Ich werbe ja immer für die Glaubhaftigkeit, für die Verlässlichkeit von dem, was ich sage. Ich behaupte das auch nicht nur, sondern ich zeige das an der Schrift. Ich kritisiere nicht nur die gegenwärtige Berechnung der 70 Jahre, sondern ich zeige eine andere Variante. Ja, etwas zu kritisieren ist immer leicht. Aber etwas Neues zu zeigen, das ist schwierig. Und etwas Neues zu zeigen, was richtig ist, das ist nochmal schwieriger. Und wenn man das zeigt, dann muss man beweisen, dass das richtig ist. Und deswegen gehe ich immer so gerne zurück zu anderen Bibelstellen und sage, passt das da immer noch? Ja, das ist wie ein Handwerker, der so ein Werkstück macht und der will, dass die Schublade nicht nur einfach so raus und rein fluppt, ja, sondern der will, dass die sanft läuft, der will, dass die gedämpft schließt, ja, und gedämpft öffnet. Das heißt, wenn der eine saubere und gute Arbeit macht, das dauert lange, ja, da muss man immer wieder neu dran und immer wieder neu überlegen, ja. Aber dann wird das wird dann eine elegante und eine gute und eine schlüssige Sache. Und das ist die Bibelauslegung, die wir brauchen, ja. Die Bibel verdient, dass die Besten ihres Fachs sich damit beschäftigen, um Jesu Christi willen. Ja? Denn es geht ja nicht nur um die Schriftkenntnis, sondern alle Schriftkenntnis muss zu Jesus Christus führen. Das ist zwingend in der Bibel, denn er ist der Herr des Wortes. Er hat es ja gegeben. Ja? Also er sagt ja auch, wer den Propheten Daniel liest und dort vom Gräuel der Verwüstung liest, wer das liest, der merke darauf. Wenn man das mal vergleicht im Daniel, das hat Jesus selber gesagt. Das ist der präexistente Christus, der da in Kapitel 10 zu Daniel kommt und in die große letzte Prophetie von den Seleukiden und Ptolemäer-Dynastien und von dem Antiochos Epiphanes und vom endzeitlichen Antichristen gibt. Jesus selber gibt das Daniel. Da kommt dann kein Engel mehr zu Daniel. Da kommt einer wie ein Mensch gestaltet, kommt zu Daniel. Das ist Christus. Das heißt, wenn Jesus in Matthäus 24 spricht vom Gräuel der Verwüstung, und auf Daniel verweist, dann sagt er eigentlich, das habe ich euch schon vor 550 Jahren gesagt. Und jetzt sage ich euch nochmal, wo ich im Fleisch bin. Aber das haben sie damals nicht verstanden und es ist auch heute super schwierig zu verstehen. Ja? Das liegt aber nicht daran, dass das kompliziert wäre, sondern das ist die Frage, ob man das will oder nicht. Und ob man Theologien folgt und Theologen oder ob man dem Wort Gottes folgt. Das wird hier nämlich deutlich. Ob man den Theologen nachläuft und ob man Theologien studiert hat oder ob man Gottes Wort studiert. Und wenn ihr im Internet Videos guckt über die Bibel, ihr bekommt zu 95% Theologien. Brüdertheologie, Baptistentheologie, charismatische Theologie, ja, und ich weiß nicht noch, adventistische Theologie. Ihr bekommt Theologie, das ist ja das Drama heute auch. Das ist auch die Armut der Kirche, ja, der Gemeinde Jesu. Ihr bekommt Theologie und nicht Bibel. Ihr bekommt die Bibel gefärbt mit Lehrgebäude. Ich habe nichts gegen Theologie, weil Theologie kann hilfreich sein, Bibelstrukturen in der Bibel auch zu definieren. Aber die Theologie ist nicht das, woran wir uns halten, sondern wir halten uns an Gottes Wort. Die Theologie kann hilfreich sein, aber sie ist nicht inspiriert. Ja. Deswegen sind die Theologiegebäude, die kann man sich anschauen, die kann man auch studieren und das mag auch gut sein, wenn man die alle kennt und sich dann ein bisschen auch auskennt, dass man weiß, wieso argumentiert er so, wieso predigt er so, wieso sagt er das hier so und da so. Ich mache das nicht, ich versuche mich jeglicher Theologie zu entledigen. Ich zeige die Theologien auch, aber ich selber versuche mich der Theologie zu entledigen und euch das am Bibeltext zu zeigen. Ihr müsst den Bibeltext lesen, ja.
Und wir haben letztens auch zusammengesessen mit Freunden und dann haben sie gesagt, was macht ihr denn so? Und dann wollte ich erklären, was ich da tue. Meine Frau hat da geschmunzelt und hat gesagt, brauchst nicht erklären, das können die nicht verstehen. Das sind Menschen, die sind nicht gläubig, ja, sind Freunde von uns, sind nett. Aber die sind halt nicht im Thema. Und denen zu erklären, wie das mit Daniel und mit dem Taschub ist, 70 Jahrwochen, die sind aber aus dem ehemaligen Osten, aus Ostdeutschland. Und in der DDR hat man den Leuten das Evangelium halt vorenthalten. Ja, und wir haben den Vorteil darin, unterwiesen zu sein. Manchmal muss man tief einsteigen in die Dinge, um die gut zu verstehen und dann zu einem guten Ergebnis auch zu finden. Das versuche ich hier auf meinem Kanal zu machen. Also man sieht schon, es geht nicht nur um Number Crunching in Daniel 9, 25 bis 27, sondern da geht es um Auswirkungen bis in die Endzeitreden Jesu, bis in Offenbarung 13 rein, bis in die komplette Eschatologie ordnet sich da neu. Und wenn man sowas natürlich behauptet, entgegen aller anderen Stimmen, das muss man sauber zeigen, ja. Und wenn man das sauber zeigen will, dann muss man da richtig nah ran an den Text. Und dann geht man in dritte Person feminin Singular oder zweite Person maskulin Singular, ja, damit man das am Text zeigen kann. Und ich sage euch eins, die Theologen, die ich angeschrieben habe, die wissen alle, dass das stimmt. Die Frage ist, ob die den Mut haben, so weit zu gehen, weil dann sind sie ihren Job los. Ja. Gut, also schauen wir einfach mal, wir beten und freuen uns einfach über das, was wir finden dürfen. Ich schließe auch hier jetzt ab. Ich danke sehr fürs Einschalten, wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.